Da bin ich. Entschuldigung? Kennen wir Sie? Anscheinend. Wer rennt denn den ganzen Tag durch die Stadt, klingelt an Haustüren und will sich mit wildfremden Menschen über Gott unterhalten, na? Ich verstehe nicht. Ich bin's, Gott. Und ich will, dass das aufhört. Latsche ich zu den Nachbarn rüber und frage die, Entschuldigung, können wir uns bitte mal kurz über die Nitkowskis unterhalten? Mache ich das? Sie sind Gott. Nein, ich bin ein Staubsaugervertreter, der eine Geschlechtsumwandlung hatte. Und ich werde hier gleich eine Runde durch den Flur feudeln. Mann, ich bin's Gott. Das hört bitte auf, ja? Ja. Nicht so ungut, das musst du einfach mal raus. Schon gut. Ist er weg? Ich glaube schon. Hallo und guten Abend zu Live Talk, der ehrlichsten und offensten Talkshow im deutschen Fernsehen. Unser Thema heute: Vollkost ohne Vollbeschäftigung, dürfen Arbeitslose Biogemüse kaufen? Meine Gäste: Anne Bauer vom Verband der Württembergischen Mittelstandsvertreter, Christine Detz vom Bund Ökologischer Sozialisten und Ernst Frisch, Dauerarbeitsloser aus Berlin. Frau Bauer, Arbeitslose, die ihr Hartz IV für pestizidfreie Gurken verprassen. Eine Horrorvorstellung? Nun, ich denke schon, dass man von Empfängern von Solidarleistungen verlangen kann, dass sie bei der Wahl ihrer Lebensmittel auf finanziell günstige Alternativen ausweichen. Frau Bauer hat also nichts dagegen, wenn Arbeitslose an minderwertigem Fastfood verrecken, um den Leistungsträgern nicht mehr länger auf der Tasche zu liegen. Da dürften Sie anderer Meinung sein, Frau Detz. Ich denke, dass gerade eine gesunde Ernährung für Wohlbefinden und Selbstwertgefühle enorm wichtig ist. Was theoretisieren wir hier noch länger rum? Wir haben noch einen Arbeitslosen da. Darf ich Sie fragen, was Sie früher gemacht haben, Herr Frisch? Ja, ich war früher Oberarzt an der Berliner Charité und habe dann aufgrund akuter Überarbeitung ein Burnout-Syndrom bekommen. Vor den Hartz-Reformen nannte man sowas einfach nur Tennisarm. Kommen wir am Schluss unserer Sendung zu den Schnellstatements. Frau Bauer, sollten Arbeitslose zum Mond fliegen dürfen? Nein. Frau Bauer, sollten Arbeitslose Zugang zu pornografischen Inhalten haben? Ich schon wieder? Sollte es ein Fernsehprogramm nur für Arbeitslose geben, ohne Werbung, ohne schöne Menschen, 24 Stunden am Tag, nur Barbara Salisch? Frau Bauer. Was? Das war Live Talk. Wir sprachen heute mit einem herzlosen Menschen, mit einer untervögelten Lesbe und mit einem faulen Sack. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, dann zu dem Thema Datenschutz und Religion. Wie viel darf Gott über uns wissen? Einen schönen Abend. Ich möchte es noch mal bitte kurz entschuldigen. Nicht, Frau Bauer, der Abspann läuft bereits. Niemand hört Ihnen zu. So, das ist jetzt ein Kalbsbraten mit etwas Hackfleischsoße vom Ochsen und dazu Wildgeschnetzeltes. Ein Traum aus Haselreh und Wildschweinferkel. Wie? Wir nennen es Bœuf Surprise. Ja, aber ihr wisst doch, dass wir Vegetarier sind. Und? Wir essen kein Fleisch. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich habe den ganzen Tag in der Küche gestanden. Ja, aber ihr seid doch auch Vegetarier, das habt ihr doch erzählt. Habt ihr keinen Salat oder so? Wir lieben Pflanzen. Das haben wir erzählt. Ja. Genau wie wir. Naja, offensichtlich doch nicht. Ihr scheint ja wohl jede Pflanze sofort auffressen zu wollen, die sich nicht wehrt. Ja, wir könnten einer unschuldigen Pflanze niemals etwas zuleide tun. Wir können aus ethischen Gründen gar kein Gemüse essen. Ja, aber Tiere töten und essen ist ethisch in Ordnung. Aber natürlich. Kühe zerstören und fressen Gras. Hasen beißen Möhren zu Tode. Rehe ermorden Blätter. Das sind doch schon genug Gründe, um diese Viecher zu töten und zu essen. Pflanzen haben auch Gefühle. Jetzt red doch nicht so eine Scheiße. Moment. Bevor wir uns hier streiten, habt ihr nicht irgendwas Essbares im Haus, das nicht aus Fleisch ist? Brot oder... Brot? Oder haben Körner auch Gefühle?
Sag mal, weißt du denn nicht, was die mit den Getreidekörnern machen? Das sind Weizen, Gersten und Roggenbabys. Die werden der Mutter vom Leib geprügelt und dann zwischen Mahlsteinen bei lebendigem Leibe zerquetscht. Ihr spinnt doch. Komm, Steffi. Aber komplett. Jetzt warte doch mal. Da kann man doch drüber... Komm, Lasla. Komm, Lars. Mögt ihr Plastik? Oder vielleicht Wasser? Wir haben auch ein paar Steine, an denen ihr lutschen könnt. Wir haben bestimmt noch irgendwas. Das ist unglaublich. Vegetarier sind echt das Letzte. Wirklich. Komm, mein Schatz. Hier. Ja, ein bisschen mehr. Geht's wieder? Ja. Ein bisschen mehr. Ich bin so voll, ich kann kein Pieps mehr sagen. Oh, sehr lecker. Besonders die Frikadellen. Oh, schon 10 vor 8, ich muss los. Ich auch. Schönen Tag im Büro, Schatz. Dir auch. Bis heute Abend. Haben wir was fürs Abendbrot? Ich bring was mit. Sehr gut.